So Leute, wir sind auf dem Weg. Ich tanke die Kiste und wir brechen auf Richtung Köln. Aber davor machen wir einen Stopp in Oberhausen. Wahrscheinlich sehen wir uns in der nächsten Sequenz in einer sehr interessanten Kombination. Eine sehr interessante Kombination, oder? Rum, bester Mann, ich hab dich einmal in einen Text eingebaut. Mehr Flaschen gepoppt als Rum Bilecki, hab ich gerappt. Geil, ja. Und das ist schwer, Bruder. You handle this bottle. Do you have TikTok, my Zoomer friend? TikTok? My friend. Habe ich TikTok? Tipp, er cheatet. Leute, er cheatet. Sieht sauber aus. Zahnbelag entsteht da, wo sie nicht hinkommt. Listerine ist echt stark. Den Mund wirklich sauber. So, hinter uns ist die Halle von Revi. Wir sind jetzt angekommen. Und wir sind in Köln. Morgen ist die FIBO. Nico, Marc und ich machen da eine richtig geile Action. Komm mit der Clique ins Haus. Ja, die Bräute, sie ticken jetzt aus. Ja. Hey Leute, wollt ihr mal wissen, es gibt einen Polen in Deutschland, der ist breiter als ich. Und das ist er hier. Das ist er. Runs noch, start. Noch. Wie lange gibst du mir, bis ich dich überholt habe? Nach dem letzten Training, was wir gemacht haben, hatte ich schon ein bisschen gezittert, sag ich dir ehrlich. Du hast schon abgenommen, Alter. Geht immer so schnell bei dem. Der ist 2 Wochen wieder am Eisen, das sind halt die Polska Genetics. Der Mann ist ready für die FIBO. Ja. Er ist auf jeden Fall nicht ready für die FIBO. Ich bin ready fürs KitKat. Was war das? Du warst auf so einem geilen Techno-Fest und du warst hinterm DJ. Wo war der? Ja, ich war mit meinem Homie dort, Alter. Dann gehen wir eigentlich mal Techno feiern. Lass Crack rauchen, Bruder. Digga, wie lange wir uns schon nicht mehr gesehen haben, ne? Wir haben neulich gefehlt. Lass doch Glatze. Steht hier. Hast du ohne Ton einfach? Ja, ich lass wirklich. Also wenn die hier nachgewachsen sind, könnte ich mir vorstellen, die Frisur zu tragen. Wieso sollen die dann überhaupt nachwachsen? Aber wie wär's, wenn du dir die Frisur einfach auch machst? Warum siehst du 10 Jahre jünger aus? Weil ich mein Bart abrasieren musste für einen Dreh gestern. Und weil ich 10 Jahre jünger geworden bin. Ich bin's. Tim. Ey, wisst ihr, wer heute auf der FIBO war? Karl S. Und es wurde wieder mit Speeren gejagt. Heute fliegen wir von Los Angeles nach Bangkok. Manchmal stehe ich morgens auf, ja? Und ich werde so wach, trinken Kaffee, trinken Wasser. Irgendwie komme ich nicht zum Scheißen, weißt du, mein Stoffwechsel ist nicht da. Ich habe lange überlegt, wie kann ich das ändern? Und dann dachte ich mir so, Bewegung. Deshalb habe ich mir für zu Hause ein Laufband bestellt. Jetzt werde ich wach. Start und dann renne ich. 6 Stunden später. Okay. Oh. Run, listen. 13 Uhr müssten wir auf die Bühne. Nico, lass an. Ist okay. Bro, es ist okay. Ja, mir ist einfach warm. Es ist okay, Bro. Ich will gar nicht zeigen, dass ich nicht im Training war. Mir ist einfach nur warm. Ich gebe heute nur Faust. Also nichts gegen die Leute, ne? Aber wenn man 1000 Leuten die Hand gibt, dann macht es keinen Sinn. Aber man muss den so straight durchziehen. Nico, oh mein Gott, Digga, ich guck deine Videos seit 10 Jahren. Oh mein Gott. Lass mich nicht hängen, Bruder. Bro. Ey, Bro, ich guck deine Videos echt seit 15 Jahren. Ey, danke, Bro. Ey, Bro, deine Videos sind so geil. Ich mach das seit 14 Jahren YouTube. Yo. Die beiden kenne ich schon seit 5, 6 Jahren. Sah ich damals besser aus oder jetzt? Du siehst immer gut aus. Dankeschön. Ich habe gleich einen Auftritt. Und was denkt ihr, wie gut bin ich vorbereitet? Wie wir dich einschätzen, bist du von 10, bist du 0,0 vorbereitet. Jawohl. Bro, Toilette war... Hey Bro, die Toilette ist, ich glaube, da. Bro. Früher haben wir mit Speere gejagt. Heute fliegen wir von Los Angeles nach Bangkok. Nichts ist unmöglich! She's nothing like a girl you've ever seen before. Wir sind auf einer Fitnessmesse. Früher war ich du. Ey, guck mal, das sind übertrieben professionelle Bilder. Einmal Tim Gabel, einmal ich. Guck mal, wie gut wir aussehen. Ja, Leiter, Topmodel, Marc Eggers. Und dann so ein Lelek. So Leute, wir gehen jetzt zu einer extremen Legende, nämlich Markus Rühl. Und weißt du, warum ich ein bisschen gestresst bin? Ich habe keine Eikos mehr. So Leute, ich habe Markus kennengelernt und wir werden demnächst Gewichte fetzen gehen. Und uns küssen dabei. Ciao, ciao. Der Moment ist wahr geworden. Ja, ich bin übertrieben happy. Jetzt gehen wir weiter zu Uwe. Let's go! Wir haben gerade über das Thema Rauchen geredet.
Und ich habe zu ihr gesagt, ich bin auf Entzug gerade. Sie meinte, wie lange brauchst du denn nicht mehr? Ich meinte, ja, weil die Zigaretten gerade leer gegangen sind. Wenn du meine Freundin wirst, dann höre ich auf zu rauchen. Dann raucht er noch ziemlich lange weiter. Ja. Ich muss gehen. Warum nach Hause? Weil es Geburtstag feiern und Freunde bei mir. Ich brauche mal ein Wingmännchen. Sehen wir nicht verdammt gut aus zusammen? Ich bin morgens aufgestanden und das Erste, was ich mache, ich renne. Ah!